Herzlich willkommen zum Thema Bookerfly Impressumservice für Autorinnen und Autoren. Und heute schauen wir uns nämlich das Thema Impressum an und warum du auch als Autor und Autorin unbedingt ein Impressum brauchst. Ja, dazu steigen wir erstmal ein in das Thema, was ist denn diese Impressumspflicht eigentlich überhaupt? Die Impressumspflicht ist tatsächlich eine gesetzliche Regelung, das heißt, sie ist per Gesetz vorgeschrieben, die besagt, dass bestimmte Anbieter von Online-Inhalten, aber auch eben von Büchern ein Impressum bereitstellen müssen. Das Impressum, das dient nämlich dazu, dass die Anbieteridentität transparent gemacht wird. Das bedeutet, so kann der Nutzer quasi wissen und nachvollziehen, mit wem man es hier zu tun hat und ja, an wen sich dann der Nutzer eines Produkts oder einer Website eines Buches, der Leser, die Leserin, wenden können, wenn sie Fragen oder zum Beispiel auch Beschwerden haben. Dann schauen wir uns einmal an, wann gilt denn diese Impressumspflicht eigentlich ab? Wann brauche ich die denn? Ja, in Deutschland betrifft die Impressumspflicht alle, die ein Buch oder eben eine Online-Präsenz betreiben. Das heißt, es schließt tatsächlich Webseiten, also die eigene Autoren-Homepage gehört da auch dazu, Online-Shops, wie zum Beispiel auch Etsy und Co., kommerzielle Blogs, Social-Media-Seiten, also egal ob Facebook, Instagram, TikTok und so weiter, mit ein, sofern diese geschäftsmäßig betrieben werden oder, und jetzt ist es eben auch ganz wichtig, Werbung anzeigen. Sprich, sobald du einen Instagram-Account zum Beispiel hast und hier dein Buch bewirbst, dann machst du Werbung und dann fällst du auch unter diese Impressumspflicht. Deswegen ist es ganz wichtig, dass du dir wirklich ein Impressum zulegst. Das heißt, sobald du eigentlich ein Buch veröffentlicht hast oder auch schon vorher, wenn du Werbung dafür machst und es ist vielleicht noch nicht veröffentlicht, aber per Vorbestellung zum Beispiel erhältlich oder du lässt in einen Newsletter eintragen und so weiter, brauchst du ein Impressum und bist verpflichtet, diese bereitzustellen. Und da ist ganz wichtig zu wissen, diese sollte leicht zugänglich und gut sichtbar sein. Es braucht Angaben, aber bitte die Präsentation hier bis zum Ende anschauen, wie deinen Namen, Adresse, Kontaktmöglichkeiten. Und für Autoren bedeutet das eben ganz, ganz konkret, sobald deine Werke online irgendwie zur Verfügung stehen, dann brauchst du wirklich ein Impressum. Und auch bei der Buchveröffentlichung, sowohl E-Book als auch Print, braucht das Buch ein Impressum. Jetzt schauen wir uns das mal an einem Beispiel an, zum Beispiel Instagram, denn viele Autoren, Autorinnen haben ja einen Instagram-Account. Wie erstelle ich denn jetzt eigentlich hier so ein Impressum? Ja, um ein Impressum für deinen Instagram-Account zu erstellen, da benötigst du folgende Informationen. Du brauchst deinen vollständigen Namen und Anschrift. Achtung, hier gib bitte, bitte nicht deine eigene Adresse raus. Wenn du unter Pseudonym veröffentlichst, dann darfst du natürlich dieses Pseudonym auch behalten in deinem Impressum, aber deine Adresse muss tatsächlich eine ladefähige Adresse sein. Schauen wir uns gleich noch ein. Deine Kontaktinformationen, wie zum Beispiel die Telefonnummer und E-Mail-Adresse. Das heißt, du musst kontaktierbar sein. Und falls zutreffend, das kommt immer auf deine eigenen Voraussetzungen an, hast du ein Unternehmen, was für ein Unternehmen hast du? Deswegen sage ich hier im Zweifelsfall auch einmal mit Steuerberater oder Anwalt sprechen, musst du aber tatsächlich auch die Umsatzsteuer-Identifikationsnummer angeben, also ist eben für Unternehmen oft ganz wichtig. Und ganz wichtig, du kannst ein Impressum entweder direkt in deiner Profilbeschreibung, wir sind jetzt auf Instagram, deines Instagram-Accounts platzieren oder einen Link zu einer Website angeben, okay? Aber es ist ganz wichtig, es muss ganz einfach zu finden und erreichbar sein. Und es muss das vollständige Impressum sein. Dann nicht nochmal irgendein Link irgendwo hin, sondern dein Impressum muss sehr einfach auffindbar sein. Eigentlich dürfen maximal 2 Klicks dazwischen liegen. Das heißt, ich gehe jetzt zum Beispiel einen Klick auf dein Instagram-Link-Profil und dann muss ein zweiter Link direkt zum Impressum führen.
Ja, was passiert denn jetzt eigentlich, wenn ich kein Impressum habe? Ja, wenn du der Impressumspflicht unterliegst und jedoch kein Impressum bereitstellst, kann dies rechtliche Konsequenzen nach sich ziehen und du könntest hier tatsächlich eine Abmahnung erhalten und im schlimmsten Fall musst du auch wirklich Bußgeld bezahlen. Ich habe es auch schon öfter mal mitbekommen, deswegen wirklich, wirklich wichtig, dass du ein Impressum hast. Jetzt aber ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Bitte verwende nicht deine eigene Adresse. Schutz der Privatsphäre. Also, der Hauptgrund, einen Impressumsservice tatsächlich zu nutzen, das ist der Schutz deiner eigenen Privatsphäre. Denn wenn du irgendwo deine private Adresse in deinem Impressum veröffentlichst, dann kann das sehr unangenehme Folgen für dich haben. Und das kann im Positiven und im Negativen sein. Ich erzähle hier immer gern einmal eine persönliche Geschichte, denn ich habe in Anführungszeichen was Positives erlebt, was aber sehr über meine eigene Grenze ging. Und zwar bei meiner ersten Buchveröffentlichung war ich auch noch nicht so schlau und hatte meine eigene Adresse im Buch stehen. Und eines Tages stand ein Herr bei mir im Garten und hat gemeint, ja, er hat das Buch gelesen und er konnte es so gut nachvollziehen und ihm ist Ähnliches passiert und er hätte jetzt einfach gerne ein Autogramm, hat gedacht, er fährt einfach mal vorbei. Wow. Okay, im ersten Moment war ich völlig geschockt, was dieser fremde Mensch jetzt hier in meinem Garten macht. Im zweiten Moment war natürlich auch ein schönes Autorinnenerlebnis. Da kommt extra jemand, der das Buch gelesen hat. Aber das ging total über meine Grenze. Ja, aber wie kam der Mensch denn überhaupt in meinen Garten? Ja, gut, ich hatte meine Adresse überall veröffentlicht. Im Buch, auf der Homepage, in den Social-Media-Kanälen meine eigene Adresse. Das heißt, ich habe nicht mal was Negatives erlebt, sondern was Positives, aber auch das ging völlig über meine Grenze. Daraufhin habe ich mir ganz schnell einen Impressumservice gesucht. Denn das ist das Wichtige, ein Impressumservice, der bewahrt deine Privatsphäre. Es gibt extra Services, die man nehmen kann, die man dann im Buch abdruckt und dann ist es nur noch lediglich entweder die Telefonnummer, unter der man erreichbar ist, oder eben die E-Mail-Adresse, die eigene, aber man hat nirgends seine öffentliche Adresse. Und das ist ganz, ganz wichtig. Bitte mach das nicht auf deinem Blog, nicht auf deiner Homepage, nicht in irgendeinem Buch. Und wenn man jetzt mit manchen Anbietern veröffentlicht oder auch mit dem Verlag, dann bekommt man normalerweise vom Verlag oft ein Impressum, zumindest für das Buch. Aber jetzt kann es einfach sein, der Verlag sagt, okay, für das eine Buch ist es in Ordnung, dass du bei uns veröffentlicht hast. Hier kriegst du ja das Impressum vom Verlag. Das ist ganz normal. Hier hat man das Impressum vom Verlag. Aber der Verlag möchte jetzt natürlich nicht, dass du noch deinen privaten Blog und deine Homepage und so weiter. Das heißt, auch hier ist es für dich wichtig, den Impressumservice dann zu nutzen. Und mach das wirklich und schreib bitte, bitte nirgends deine Adresse hin. Es gibt da sehr günstige Angebote auch. Ja, dann ist einfach ganz wichtig, so ein Impressumservice nachher auch ein professionelles Bild vermittelt das einfach auch gegenüber deinen Kunden, gegenüber deinen Geschäftspartnern, wenn da eine richtige Adresse drin steht, das führt auch oft tatsächlich dazu, die Marke zu stärken, ne, das Auftreten etwas zu stärken. Und das andere ist natürlich auch, du wirst nicht zugespammt mit Werbung, weil deine Adresse im Internet irgendwie auffindbar ist. Da passiert es ja auch ganz schnell, dass man in solche Massenmails, Briefe und so weiter reinkommt, damit du einfach nur noch Werbung in deinem Briefkasten bekommst. Auch das passiert dir dann natürlich einfach nicht mit diesem Impressumservice, sondern auch da bist du einfach sicher. Und jetzt kommt einfach auch einer der ganz wichtigen Punkte, ist Rechtssicherheit. Also das heißt, ein Impressumservice, der stellt einfach sicher, dass dein Impressum den rechtlichen Anforderungen entspricht. Und das sind einfach Experten, die solche Dienste anbieten. Die kennen auch die Gesetzeslage und haben dann auch wirklich eine ladefähige Adresse. Und so riskierst du einfach das Risiko, auch abgemahnt zu werden und kannst diese Adresse dann einfach verwenden. So, wichtig ist also, kümmere dich um dein Impressum, schreibe deine Angaben auf und such dir einen Impressumservice deines Vertrauens. Ganz wichtig ist, wenn du eben Zweifel hast, weil du jetzt vielleicht auch ein Unternehmen hast oder wie das eigentlich bei dir aussieht. Hier sind immer Steuerberater oder Anwälte wirklich ganz gute Ansprechpartner dafür. Und dann ist auch wirklich wichtig, dass du wirklich, wirklich, wirklich nirgends deine eigene Privatadresse veröffentlichst. Das möchte ich hier an dieser Stelle wirklich nochmal sagen. Also, ganz klar ist natürlich, du brauchst eine eigene E-Mail-Adresse, deine
Telefonnummer irgendwie unter Angabe. Auch hier holen sich sehr viele dann zum Beispiel, wenn man sagt, okay, ich muss jetzt irgendwie, weil ich habe jetzt ein Unternehmen, muss meine Telefonnummer irgendwo zum Beispiel angeben. Da holen sich viele natürlich auch eine zweite Telefonnummer, ne, damit nicht die eine Telefonnummer, die private, dann irgendwo im Internet steht. Also auch hier zum Beispiel Abstriche machen. So, jetzt habe ich die schöne Ehre, den Bookerfly Impressums Service das erste Mal vorzustellen, denn wir hatten einfach, ne, wir haben mittlerweile so viele Bookerfly Club Mitglieder, wir sind in der Buchbranche mittlerweile so bekannt und ich werde so oft angefragt, habt ihr nicht eigentlich auch einen Impressums Service? Ja, jetzt haben wir ganz bald einen Impressums Service, der geht ganz bald live und wir haben uns natürlich hier auch Gedanken gemacht. Und es gibt einmal das Bookerfly One Paket für 49 Euro jährlich. Hier hat man wirklich ein Impressum, also eine Adresse. Ich spreche immer nur von der Adresse, die dann zu nutzen ist. Der Schutz der privaten Adresse ist damit gewährleistet. Das heißt, man nutzt die Bookerfly Impressums Adresse, bekommt man dafür. Und das gilt hier entweder für ein Buch oder eine Plattform der Wahl, kann natürlich auch zum Beispiel Instagram sein oder Facebook oder der Online-Shop. Und das entspricht quasi einem Impressum von 4,08 Euro pro Monat. Das hätte man dann für 49 Euro eben jährlich, ist einmal Impressum-Service. Dann haben wir Bookerfly High Five. Das sind entweder 5 Bücher oder insgesamt einfach 5 Plattformen. Also man könnte jetzt auch sagen, ich habe mein Buch veröffentlicht, da brauche ich das Impressum, dann brauche ich das noch für meine Homepage, für Instagram, für Facebook und vielleicht noch für irgendwas und dann hat man für 149 Euro jährlich ganz sicher sein Impressum, macht also 2,49 Euro dann pro Impressum im Monat oder ohne Begrenzung, weil viele haben ja, so wie ich selbst auch, ich habe mehrere Homepages, Verkaufsseiten, mehrere Bücher, alles Mögliche da draußen, ne? Social Media Accounts, TikTok, Instagram, Facebook und so weiter, dann ist man natürlich mit so einer Unlimited-Sache gut beraten. Das heißt, das ist einfach ohne Limit, egal wie viel Impressum-Service man quasi braucht, ist man hier für 299 Euro jährlich dabei. Dann gehen wir hier einmal weiter. Das heißt, wir bieten hier einen umfassenden Impressum-Service für zahlreiche Plattformen und Formate. Also das heißt wirklich von Bücher, E-Books, Print, Blog, Hörbücher, Online-Shops, Social-Media-Accounts. Die Anzeigen zum Beispiel auch für Titelschutz. Wenn man das machen möchte, muss man ja auch Adressen eingeben. Deine Website, dein YouTube-Kanal und vieles mehr. Ja, die sind bei uns gut aufgehoben. Dann als treuer Kunde erhältst du eine Preisbindung. Das bedeutet auch, bei Verlängerung deines Vertrags behältst du automatisch immer die Kondition des Vorjahres. Und wir berechnen eine Gebühr von 2,50 Euro pro Sendung für die Weiterleitung von Briefen und Paketen. Und dazu kommen dann noch die üblichen Portokosten für Briefe und Pakete, die einfach von der Post erhoben werden. Und ansonsten wird das Ganze einfach eingescannt und dir dann per Mail weitergeleitet. So funktioniert quasi ein Impressumservice. Also ich selbst hatte ja auch jahrelang einen Impressumservice und habe immer so mit dem Impressumservice zusammengearbeitet, dass meine Post dort ankam. Und dann wurde die geöffnet und gescannt, mir per E-Mail weitergeleitet und nur wirklich wichtige Dinge habe ich mir zuschicken lassen, eben auch gegen eine Servicegebühr. Und genau so werden wir auch arbeiten. Und ja, wir freuen uns jetzt drauf, das auch anbieten zu können. Das Ganze ist natürlich für Bookerfly Club-Mitglieder mit 10% Rabatt und es ist buchbar ab dem 20.07. Da geht es dann los. Und damit du das Ganze nicht verpasst, wenn du gerne ein Impressum haben möchtest beim Bookerfly, dann unbedingt mein Newsletter abonnieren. Da findest du den Link unter diesem Video, denn auf meinem Newsletter werde ich alle Infos dazu rumschicken und dort erfährst du dann, sobald das Ganze zu haben ist und live ist, und ja, kannst dir dann dein Paket aussuchen. Ich freue mich sehr, dass wir dieses Angebot jetzt auch bereitstellen können, denn ich weiß, wie schwierig das für viele Autorinnen und Autoren auch ist, einen guten Impressumservice zu finden oder dass viele einfach immer schon am Rande ihrer Kapazitäten sind in der Neuaufnahme von Autorinnen und Autoren oder unglaublich teuer. Deswegen haben wir hier natürlich auch geschaut, dass wir ein sehr faires Angebot machen können. Mir ist ganz wichtig, hast du Fragen rund um Impressumservice, dann gerne eine E-Mail an mich, an team@bookerfly.de. Auch ich
helfe da gerne ein bisschen weiter, soweit ich kann. Ich darf nicht beratend tätig werden. Das heißt, hast du eine Firma oder so, dann ist es einfach Steuerberater oder Anwalt, denn ich darf dich nicht in Rechtsfragen, Rechtsgrundlagen beraten. Ja, und jetzt hoffe ich, du hast einen kleinen Einblick bekommen in die Impressumsgeschichte und denkst daran, nicht deine eigene Adresse irgendwo abzubilden. Thank you.